Hallo zusammen und hallo Herr Heinzelmann. Ich freue mich heute mit Ihnen über das Thema Förderung sprechen zu dürfen. Das Format ist einfach, kurze Fragen und dazu aussagekräftige Antworten vom Experten. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Herr Heinzelmann, seit dem 1. Januar gibt es rekordverdächtige Förderungen für klimafreundliche Heizungsanlagen. Was genau hat sich mit der neuen BEG denn verändert? Ja, wir haben jetzt mit der neuen BEG eine klare Einteilung der Förderung einmal nach Neubau Wohngebäude, Nichtwohngebäude und nach Einzelmaßnahmen. Einzelmaßnahmen, das ist vor allem für uns sehr wichtig, weil dort die Heizkessel, der Tausch eines Heizkessels dazugehört. Dann es ist einfacher geworden, die Förderung, würde ich mal sagen. Und die Zuschussförderung für eine Einzelmaßnahme, zum Beispiel wenn ein alter Ölkessel ausgebaut wird und der durch eine Pelletsanlage mit Solarthermieanlage verbunden wird, dann bekommen die Leute heute bis zu 55% Förderung. Es gibt eine Grundförderung zu 45% und dann gibt es noch Bonusförderungen für einen Sanierungsfahrplan und eine Bonusförderung, wenn der Pelletskessel einen sehr geringen Staubanteil von 2,5 Milligramm hat. Außerdem wurde die Höchstgrenze der förderfähigen Kosten erhöht auf 60.000 Euro. Das sind 10.000 Euro mehr. Und kurz gesagt, ökologisches Heizen wird einfach belohnt. Welche Vorteile ergeben sich daraus für den Kunden? Der Endkunden kann einmal zwischen einer Zuschussförderung oder einer Kreditförderung wählen. Die Verbesserung, wenn das Energieniveau des Hauses verbessert wird, bekommt der Besitzer Geld vom Staat. Es gibt klare Voraussetzungen für die Förderung. Zum Beispiel muss, wenn eine Solarthermieanlage nachgerüstet wird, keine Mindestfläche beantragt werden. Es wird, wenn ein Pelletskessel eingebaut wird, muss man mindestens 30 Liter Puffervolumen pro Kilowattstunde Kesselleistung haben. Wenn die Gasanlage eingebaut wird, muss immer eine Solarthermieanlage dazugenommen. Und die Maßnahmen müssen von einem SAK-Fachbetrieb durchgeführt werden. Die Förderung selber kann über einen Fachhandwerker abgewickelt werden und der Endkunde bekommt, ich bin jetzt 30 Jahre in der Branche, die beste Förderung, die wir je hatten. Und wie genau wird die Förderung beantragt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der Privatkunde kann sie selber beantragen auf der BAFA. Da gibt es einen klaren Katalog, was er alles zu berücksichtigen muss. Er braucht mindestens ein Angebot von einem Fachhandwerker. Der Fachhandwerker kann die Förderung für den Endkunden beantragen. Und wir vom Paradigma bieten in Verbindung mit der FEBIS einen Förderservice an, wo wir das alles abnehmen. Vor allem zum Schluss, wenn man die ganzen Maßnahmen noch testieren muss, ist es gut, wenn man es über die FEBIS macht. Und nun zur letzten Frage. Welchen Nutzen können Ihre SAK-Kunden aus diesem Förderprogramm ziehen? Ich denke, das ist ein sehr, sehr tolles Marketingpaket für den SAK-Betrieb. Letztes Jahr wurden 800.000 Heizungen getauscht in Deutschland. Davon wurden nur 25% gefördert. Wenn wir überlegen, dass wir 5 Millionen Heizungen in Deutschland haben, die älter wie 30 Jahre sind, wissen viele Endkunden noch nichts von der Förderung. Und das ist ein Thema vom Heizungsbauer. Er kann zum Beispiel seine Öl- und Gaskunden oder die Kunden, die Elektroheizung haben, anschreiben. Was er mindestens machen sollte, wenn er die jährliche Wartung durchführt, sollte er so ein Förderpaket dabei haben und den Endkunden darüber informieren, was alles machbar ist. Das neue EEG für Einzelmaßnahmen ist eigentlich ein Förderprogramm für den Heizungsbauer und das sollte er einfach nutzen. Die Zuschüsse sind doppelt so hoch wie vor 10 Jahren. Gerne können sich die Betriebe an uns oder an unseren Außendienst wenden. Super, vielen lieben Dank, Herr Heinzelmann, für diesen Input. Nun wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis bald. Danke.